Oh my gosh, Leute, ich war hier schon so lange nicht mehr am Start, aber jetzt geht es weiter hier in Lillys Welt. Let's go! Alleinerziehend das Experiment. Jetzt seid ihr wohl gespannt, was? Die, die ja schon länger auf meinem Kanal sind, wissen, ich bin ja nicht alleinerziehend. Ja? In welche Richtung geht das Ganze? Marvin musste leider, 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 leider für eine gewisse Zeit eine Reha machen, eigentlich für 5 Wochen. Dann wurden es aber Gott sei Dank nur 4, zu meinen Gunsten, weil ich war am Ende echt an meiner Grenze. Da habe ich mir gedacht, das ist das perfekte Experiment, um zu schauen, wie es sich anfühlt, alleinerziehend zu sein. Denn das war das erste Mal, seitdem wir Kinder haben, dass ich so lange auf mich alleine gestellt war. Und dann hatten die Kinder auch noch Ferien. Und somit war die Herausforderung noch größer, weil die keine Betreuung hatten, ich parallel noch arbeiten musste und den ganzen Laden hier schmeißen musste. Diese Zeit habe ich dokumentiert und dieses Video widme ich jeder alleinerziehenden Person. Und ich sage jetzt schon im Voraus, ich ziehe den Hut vor euch. Ihr seid really crazy popassy. Ich habe nicht so viel gefilmt, wie ich dachte zu filmen, weil mich das irgendwie gestresst hat. Aber jetzt könnt ihr mal sehen, wie die Zeit für mich war. Heute ist Tag 1. Ich muss wirklich sagen, es ist nicht mein Tag. Ab dem Moment, wo wir uns heute Morgen verabschiedet haben, wollte ich eigentlich nur im Bett liegen bleiben und irgendwie nichts machen. Ich war total traurig. Der Abschied war auch sehr dramatisch. Gestern Abend haben unsere Kinder echt mega geweint und Marvin musste auch noch mal erklären, warum er weg muss und so weiter und so fort. Irgendwann haben die sich dann auch beruhigt und ich merke einfach so, man hat so am Ende des Tages etwas, worauf man sich freut, wenn man weiß, okay, der Partner kommt jetzt von der Arbeit nach Hause, dann sieht man sich abends, dann quatscht man über alles, was man erlebt hat. Und das ist jetzt der erste Tag, wo es nicht so ist. Da gibt es irgendwie so nicht so ein Ziel, so ein Tagesziel, was man dann so erreicht hat, was man miteinander bespricht. Und ja, jetzt werde ich gleich die Kinder schlafen legen. Der Tag war irgendwie auch nicht so krass produktiv. Ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, auf jeden Fall. Das habe ich auch geschafft. Aber irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich irgendwie nicht so fröhlich durch den Tag gehen konnte. Ich bin mir sicher, morgen wird das anders sein und ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass Marvin weg ist. Und ja, wir telefonieren nachher auch nochmal. Ich habe schon ein bisschen was von ihm gehört. Bis jetzt war er nicht so begeistert. Das macht es für uns auf jeden Fall schwerer. Also wenn wir wissen, das tut ihm richtig gut, ihm geht es da gut, dann wissen wir, dass es einen Mehrwert hat für uns und dass es sich lohnt, diese Zeit durchzuhalten. Aber wenn es für ihn auch blöd ist, dann ist es natürlich nicht so nice. Aber es ist jetzt der erste Tag. Wir gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ich werde heute Abend, wenn ich die Kinder ins Bett gelegt habe, einfach mal was für mich machen, worauf ich Bock habe. Das ist auch das Schöne daran, wenn man keine Rücksicht nehmen muss auf die Wünsche des Partners, sondern einfach nur guckt, worauf habe ich jetzt Bock. Und das mache ich jetzt auch. Das ist cool. Und ich weiß auch schon, was ich mache. Tag 2 ist jetzt zu Ende. Wir haben 23 Uhr. Ich war, nachdem ich die Kinder schlafen gelegt habe, hier noch am Piano, habe an einem Song geschrieben, an einem neuen Kinderlied. Genau. Ich hatte auch echt schon richtig lange nicht mehr abends einfach Zeit für sowas. Und da merke ich jetzt gerade, hey cool, das ist eine Sache, die ich in meinem Alltag, wenn Marvin zu Hause ist, nicht mache. Weil ich dann eher Zeit mit ihm verbringe. Und es ist eigentlich eine Leidenschaft von mir, Klavier zu spielen und auch Songs zu schreiben, das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Dafür brauche ich einfach Luft in meinem Kopf, ne? Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so Luft in meinem Kopf. Aber es hat mir gerade irgendwie trotzdem voll Spaß gemacht und gut getan. Also der Tag heute war auf jeden Fall viel, viel besser als gestern. Die Laune war auch schon irgendwie ganz anders. Ja, der Tag war auf jeden Fall positiv. Die Kinder hatten wieder beide in der Schule ein paar Struggles. Also ich wurde heute erneut angerufen, weil es dann Miley nicht gut ging. Gestern wurde ich angerufen wegen Noah, weil er sich verletzt hat. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ist ein bisschen der Wurm gerade drin, aber das wird nicht so weitergehen.
Darauf habe ich echt keinen Bock und das nehme ich auch nicht an. Fazit von Tag 2. Es ist irgendwie cool, keinen Druck zu haben, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie alles fertig sein muss, weil ich bin irgendwie auch so gedrillt, dass wenn der Marvin von der Arbeit kommt, dann will ich auch schon alles fertig haben, damit ich dann Zeit für ihn habe. Jetzt ist es einfach alles ein bisschen entspannter, ne? Es ist ein Mensch weniger, um den ich mich kümmern muss. Und das ist irgendwie cool. Das empfinde ich heute so. Ich vermisse ihn trotzdem. Und jetzt gleich, wenn ich mich ins Bett lege, dann werde ich es wieder fühlen. Aber wir haben 2 Tage geschafft. Morgen ist Sportfest bei den Kindern in der Schule. Noah ist dann noch auf dem Kindergeburtstag. Und am Wochenende gibt es auch ein paar Termine. Also eigentlich das ganze Wochenende voll. Ja, jetzt gehe ich schlafen. Ja, wenn der Partner nicht zu Hause ist, dann bleiben ja auch diese Aufgaben liegen, die der Partner halt sonst machen würde. Und bei uns ist es halt so, dass alles, was Garten und Unkraut und so angeht, der Marvin das immer macht. Das ist bis jetzt noch nicht so meins. Also einen Garten besitzen wir jetzt noch nicht so richtig, aber Unkraut, aber volle Möhre. Und da habe ich gesagt, komm, auch wenn der Marvin nicht da ist, ich muss jetzt echt mal anpacken und das Ding muss weg. Und hat der Noah mir gut dabei geholfen und am Ende gab es noch einen Belohnungsdrink. Ja, da haben wir richtig gut gemeistert, würde ich sagen, ne? Tag 4 ohne Marvin. Gestern war so ein Tag, da bin ich total an meine Grenze gekommen. Ich habe gemerkt, so zum Abend hin, meine Nerven liegen blank mit den Kindern. Ich war irgendwie total am Limit. Und das war so ein Moment, wo ich mir echt gewünscht habe, dass Marvin da ist und sich einfach um die Kinder kümmert, die ins Bett bringt und ich dann irgendwie einfach abschalten kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich das alles zum Beispiel gestern so lang gezogen hat, dass sie im Endeffekt um 9:30 oder so ins Bett gekommen sind und ich danach auch irgendwie tot ins Bett gefallen bin. Eigentlich hätte ich auch gestern noch Besuch bekommen. Das ist aber dann flach gefallen. Am Ende des Tages war ich aber auch irgendwie dankbar, weil ich einfach nur schlafen wollte, weil ich merke, irgendwie ist das kräftezerrend, die ganze Verantwortung alleine zu tragen. Auch wenn der Marvin die meiste Zeit des Tages arbeiten ist und ich auch so oder so alles alleine mit den Kindern mache, aber einfach dieses Emotionale, da zu sein zu 100% und zu wissen, da ist jetzt noch nicht noch ein anderer, der das dann irgendwie einfach übernehmen kann. Aber soweit es geht, versuchen wir auch irgendwie telefonisch in Kontakt zu bleiben und dann kann er auch sowas abfangen, aber er hat halt auch viele Termine und das geht halt nicht immer. Heute ist Samstag. Heute Morgen war ich auf einer Babyparty. Meine Kinder sind dann natürlich mitgekommen. Sonst hätte ich die zu Hause bei Marvin gelassen. Aber da muss man halt ein bisschen flexibel sein, ne? Zum Glück waren das auch entspannte Menschen, wo ich die Kinder mitnehmen konnte. Heute Nachmittag hat Miley gerade eine Reitprüfung. Und jetzt gleich gehen wir noch zusammen zu einem Fest hier bei uns im Ort und der Noah hat noch einen Kumpel da. Also es ist trotzdem irgendwie ganz viel Programm und morgen geht's weiter so. Also morgen Vormittag muss ich arbeiten im Gottesdienst und danach hat Noah ein Turnier. Also es ist irgendwie einfach so viel. Obwohl Wochenende ist, gibt es irgendwie kein Wochenende. Deswegen freue ich mich einfach auf die Ferien und auf Urlaub. Ich fühle mich so richtig hart urlaubsreif. So langsam aber sicher kommt es, dass ich den Marvin auch vermisse. Nicht nur, weil ich ihn brauche, sondern auch einfach, weil ich ihn vermisse. Und ich hoffe, dass die Zeit einfach richtig schnell vorbeigeht. Heute ist Tag 5. Ich habe gerade mit Marvin telefoniert und er hat so einen schlechten Empfang da, wo der ist, dass wir halt immer nur so einfach nur ganz normal telefonieren, aber keinen Videoanruf machen. Und heute haben wir das erste Mal Videoanruf gemacht. Auch nur ganz kurz, aber es hat direkt bei mir ausgelöst, dass ich so richtig weinen musste. Deswegen sehe ich auch gerade so verheult aus, weil ich habe mich jetzt extra so gelassen, damit ihr das seht, wie es mir gerade geht. Also ich merke wirklich, dass ich ihn vermisse, aber nicht nur ihn einfach als Person, sondern weil ich einfach merke, dass ich an meine Grenze komme in einigen Punkten, also vor allen Dingen mit den Kindern. Wir haben ein paar Struggles gehabt miteinander, wo ich jetzt wüsste, so hey, wenn Marvin jetzt da wäre, dann würde ich mal eben sagen, hey Marvin, klär das bitte. Weil er auch nochmal eine andere Art und Weise hat, mit denen dann zu reden oder eine Lösung mit denen zu finden. Wo ich sage, so okay, dieses ganze Praktische, ja, das mit dem Haushalt und den Termin von den Kindern und so, das kriege ich alles hin. Aber so dieses, das emotional gemeinsam zu tragen, ist einfach so ein Geschenk, wenn man das zusammen machen kann. Und ich fühle mich gerade so sehr in alleinerziehende Menschen rein, wie zerrissen die sich auch fühlen, auch so Entscheidungen oder sowas auch
so alleine dann zu treffen. Ich kann immer noch Marvin anrufen und der kann mit denen telefonieren oder so, ne? Aber ich fühle gerade einfach echt so richtig mit Menschen mit, die einfach irgendwie so alleine durchs Leben gehen mit ihren Kindern. Das tut mir richtig im Herzen weh für diese Menschen. Es ist echt krass. Aber ich weiß auch nicht, ich bin heute einfach richtig krass nah am Wasser gebaut. Ich glaube aber auch, es ist das erste Mal seit 11 Jahren, wo wir verheiratet sind, dass wir so lang voneinander getrennt sind. Und dass ich halt auch weiß, ey, das dauert jetzt noch. Das dauert jetzt noch 4 Wochen. Mehr als 4 Wochen. Und es ist einfach so lang. Ich mag das gar nicht. Also wir müssen jetzt irgendwie noch diese Woche so ein bisschen durchziehen. Die Kinder haben noch 3 Tage Schule. Dann fahren wir zu meiner Familie für 2-3 Tage. Da gibt es auch eine Babyparty. Dann bin ich noch mal kurz da, habe noch eine richtig coole Aktion mit der Miley. Ich habe eine richtig coole Überraschung für die vorbereitet. Und dann fahren wir ja endlich Marvin besuchen. Die Kinder hatten jetzt halt auch so voll die wichtigen Tage. Der Noah hatte heute sein Abschlussturnier. Miley hatte gestern ihre Reitprüfung und so. Und waren es halt nicht da. Und keine Ahnung, ich merke das einfach so, das alles so alleine zu tragen ist irgendwie. Und das auch alleine mit denen zu erleben und das mit denen zu feiern, ja, ist auch irgendwie crazy. Naja, ich heule irgendwie zu viel rum, merke ich, ne? Vielleicht sieht morgen die Welt wieder ganz anders aus. Aber heute merke ich einfach, irgendwie merke ich auch so, ich fühle mich alleine, aber so richtig krass nach Menschen ist mir auch nicht. Das ist ganz komisch. Ich kenne das gar nicht von mir, weil ich bin voller Gesellschaftsmensch. Aber irgendwie will ich mich so verkriechen, aber irgendwie will ich mich auch nicht alleine fühlen. Was zum Donnerwetter nochmal ist mit mir los? Hallöchen, Popöchen. Heute ist eine Woche vorbei. Ich habe jetzt 7 Tage ohne Marvin geschafft und gestern war der allererste Tag, wo ich das erste Mal irgendwie klargekommen bin. Also, wo ich irgendwie wieder so ein bisschen Freude empfunden habe und einfach ein bisschen Spaß hatte und irgendwie emotional einfach damit zurechtgekommen bin. Upsala. Und genau, eine Alltagssache, wo ich merke, dass ich immer ein bisschen zu viel koche. Das ist einfach bei mir eingespeichert, ne? Dass ich halt, das ist ja einfach irgendwie so vom Gefühl her, ne? Wie viel man kocht. Und Marvin ist ja schon ein Bär, der isst auch schon echt viel. Das bleibt dann jetzt immer so ein bisschen über, aber ist dann immer zu wenig für den nächsten Tag, um davon noch zu essen. Also, dass alle noch davon essen können. Und jetzt, wo ich gerade am Kochen war und das alles auf die Teller tue, merke ich jetzt wieder, es ist wieder zu viel. Eigentlich müsste ich noch irgendjemand anders damit versorgen. Heute gibt es Reis mit Hähnchen und Süß-Sauer-Soße. Ein bisschen asiatisch. Ist mir irgendwie fast ein Ticken zu süß. Aber ja, wird schmecken. Heute ist auch der letzte Tag mit so ein bisschen Alltagsprogramm, also so Nachhilfe und so, findet heute noch statt. Morgen ist ja der letzte Schultag. Die Kinder haben ihr ganzes Zeug hier von der Schule mit nach Hause gebracht, vollgepackt und das Chaos muss auf jeden Fall beseitigt werden. Es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Ich bin auf jeden Fall sehr busy und freue mich darauf, Ende der Woche zu meiner Familie zu fahren und ein bisschen abzuschalten von dem ganzen Alltag und vom Alleinesein auch irgendwie so ein bisschen. Genau, darauf freue ich mich gerade. Jetzt essen wir. Erstmal haben die mir die Brote geschmiert. Es sieht so ähnlich aus, wie ich das machen würde. Richtig süß. Und das Krasse ist, die haben mir einfach so ein Schild dazu gemacht mit erstmal Kaffee. Und dieses Bild, das kannte ich nicht. Das haben wir nicht zu Hause. Die haben sich das gekauft, also für mich, ohne dass ich das mitbekommen habe. Und dann einfach random passend zu dem Frühstück dazu getan. Und das fand ich irgendwie richtig krass. Also es hat mich gerade so berührt. Kinder, wie nehmt ihr das so wahr ohne Papa eine Woche? Genau. Wie geht's euch damit? Gut, schlecht. Schlecht. Was vermisst ihr am meisten? Daddy. Alles an Daddy. Nur, was kann der Papa besser als Mama? Wo vermisst du den Papa jetzt? Machst du Mama nicht so? Bauen, Mathe, Minecraft spielen, Hasenstall und kuscheln. Und kitzeln. Und kämpfen. Kuscheln und kitzeln kann ich aber auch. Aber uns geht's im Großen und Ganzen gut, ne? Ja. Und wir fahren jetzt auch für eine Woche ein bisschen weg. Wir sind unterwegs. Wir sind nur traurig, dass das Wetter so schlecht ist. Das hätte besser sein können in den Sommerferien, ne? Ja. Sonst würden sie ja nicht Sommerferien.
Arrivederci, ich frühstücke jetzt, ja? Ich telefoniere gerade mit Marvin und er sagt so, oh Mann, ich vermisse euch so. Ich so, ich dich auch. Der so, ich würde jetzt so gern mit euch kuscheln. Ich so, ich auch mit dir, aber das halten wir schon aus. Und der so, was ist, wenn wir jetzt kuscheln? Und dann habe ich so ratter, weil heute ist Samstag, aber ist eigentlich viel zu weit für ihn und er muss ja auch heute Abend wieder da sein. Und dann stand er vor der Tür. Ja. Das Erste, was er sagt, ist, ich habe Hunger. Toll. Und jetzt muss ich Freestyle machen, meine Pläne über Bord werfen. Aber hey, dann machen wir doch gerne für den guten Alten, ne? Ich melde mich aus dem Lazarett hier. Die letzten Tage waren ein bisschen wild. Vor das Wochenende war ja Marvin da. Das war schön, aber auch irgendwie so ein bisschen, hat uns auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Also beides in einem irgendwie. Aber wir haben es trotzdem mega genossen. Und ich bin Anfang der Woche zu meinen Eltern gereist. Die wohnen so 5 Stunden von uns entfernt. Die Fahrt war mega anstrengend und da habe ich halt gemerkt, ach, wie schön das jetzt wäre, mit dem Marvin mal eben zu tauschen, dass er weiterfährt und ich mich dann auch ausruhen kann. Aber das ist dann nicht drin, wenn man alleine mit den Kindern fährt. Als ich bei meinen Eltern war, habe ich das teilweise auch echt genossen, dass die Kinder dann einfach gespielt haben mit ihren Cousins und Cousinen. Aber leider haben wir uns da was eingefangen. Der Noah hat dann auch schon in der ersten Nacht da gespuckt. Dann hat es mich auch erwischt. Ja, gestern bin ich in so einem Zustand mit dem Auto wieder nach Hause gefahren, weil ich halt hier Termine habe. Die Fahrt war super anstrengend. Ich musste mich zwischendurch hinlegen auf die Bank hinten in unserem Bus und Pause machen und ein bisschen schlafen, weil ich nicht mehr konnte. Und da habe ich einfach gemerkt, krass, wenn Marvin jetzt da wäre, dann könnte er einfach weiterfahren. Aber jetzt müssen die Kinder halt warten, bis es mir wieder gut geht und dann können wir erst weiterfahren. Es war irgendwie auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, es ist nicht cool, alleine zu sein mit den Kindern. Und das Schlimmste war dann gestern Abend. Mir ging es dann so schlecht, dass ich mich nicht mehr um die Kinder kümmern konnte. Also wie so ein Häufchen Elend einfach da lag. Und das ist halt bei mir so, dass eigentlich egal, wie schlecht es mir geht, kriege ich das eigentlich immer noch hin. Ich halte so durch bis zum Schluss, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich konnte gar nichts machen. Und die Kinder hatten halt Angst um mich. Und ich konnte ihnen halt auch irgendwie nicht die Angst nehmen, weil ich einfach gar nichts machen konnte. Und zum Glück war die Miley dann so schlau und hat den Marvin angerufen. Und er hat dann das organisiert, dass eine Freundin zu mir kommt und sich um die Kinder kümmert und die schlafen legt und so, weil die Kinder konnten halt nicht einschlafen, weil die halt Angst hatten. Oh, das war so ein Moment, wo ich dann wieder dachte, wir machen das alleinerziehende Mütter, wenn sie krank sind. Das ist echt heftig. Da habe ich mir sehr, sehr gewünscht, nicht alleine zu sein. Deswegen hat mir das richtig gut getan, dass meine Freundin dann gekommen ist. Und dafür sind auch einfach Freunde da. Freundschaften sind so, so wichtig, gerade wenn man halt alleinerziehend ist, ne? Da brauchst du Unterstützung. Geht gar nicht anders. Und heute ist es halt auf jeden Fall so, dass es mir viel, viel besser geht. Ich bin viel stabiler. Ich habe jetzt auch ein bisschen was gegessen. Das waren ja jetzt schon 3 Tage, wo es mir nicht gut ging. Und jetzt ist es langsam auch mal gut. Ich fahre jetzt gleich nochmal zur Apotheke und hole mir was. Versuche den Tag ruhig anzugehen, weil heute steht was ganz Großes an. Und das will ich nicht verpassen, weil das Miley so wichtig ist. Die Miley liebt total die Sängerin Lea. Und ich habe ihr ein Konzertticket geschenkt. Und Qualitätszeit mit mir, mit anschließend im Bulli übernachten. Und es ist heute. Und ich muss das schaffen. Wenigstens das Konzert mit ihr. Das muss ich schaffen. Bei ihr wird sonst die Welt zusammenbrechen. Und im schlimmsten Fall müsste ich halt jemanden organisieren, der mit ihr dahin geht. Aber es ist halt nicht mehr das Gleiche, ne? Ja, das ist echt crazy. Und wenn der Marvin jetzt hier wäre, dann könnte er mit ihr hingehen. Aber er ist nicht da. Morgen fahren wir dann zu ihm, das erste Mal. Irgendwie sind wir die Woche viel zu viel unterwegs. Ich habe zu viel in eine Woche gepackt, glaube ich. Aber ich wollte das auch so, weil ich dann dachte, dass die Zeit schneller umgeht. Aber es ging auch nicht anders. Bei den anderen Wochenenden geht es nicht, weil ich da andere Termine habe. Mal gucken, wie der Tag so wird. Immer wenn ich an mich denke, aufs Meer den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber trau mich nicht zu fahren. Ich fühle mich so mies. Es sind jetzt tatsächlich 4 Wochen rum. Normalerweise müsste die Reha 5 Wochen gehen, aber Marvin hat eine Verkürzung beantragt und darf Gott sei Dank 1 Woche früher nach Hause. Ich könnte mir das gar nicht länger vorstellen. Das ist mir einfach zu viel. Also die letzten Tage, es war einfach
krass, ich glaube, ich habe ein bisschen was aufgenommen und erzählt, dass ich irgendeinen Infekt hatte. Mir ging es einfach auch voll körperlich nicht so gut. Ich war nicht so fit und trotzdem musste ich irgendwie funktionieren. Das war einfach too much. Das Einzige, was wirklich schön war in der Zeit, war das Wochenende, wo wir Marvin besucht haben. Das war so, so toll. Und es hat uns allen richtig gut getan. Wir haben da echt aufgetankt. Am ersten Abend war es noch ein bisschen komisch. Man hat sich nämlich irgendwie so ein bisschen an den Abstand gewöhnt. Dann war es halt ein bisschen merkwürdig. Aber am zweiten Tag sind wir uns schon alle ein bisschen näher gekommen und haben das dann mega genossen. Und dann war der Abschied auch wirklich hart. Also ich habe dann auch zum ersten Mal so richtig weinen müssen. Nach dem Abschied, sage ich jetzt mal so. Weil beim ersten Abschied musste ich zum Beispiel gar nicht weinen. Da habe ich mich sogar teilweise ein bisschen gefreut, so ein bisschen auf Freiheit oder sowas. Aber dann habe ich so gemerkt, was für Freiheit, Alter. Ich habe in der ganzen Zeit gar nichts für mich gemacht. Also ganz im Gegenteil, ich hatte noch weniger Zeit, was für mich zu machen. Oh Mann. Ich hätte Bock, mir so Mädelsabende zu machen und so. Ich hatte einfach gar keine Luft dafür. Ne? Die Kinder sind dann auch in den Ferien, keine Ahnung, um 9:30, 10 Uhr ins Bett. Und dann bin ich halt auch schlafen gegangen, weil ich so platt war. Oder habe dann noch irgendwas im Haushalt gemacht oder sowas. Manchmal bin ich nachts aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte und habe dann einfach am Laptop gearbeitet. Also richtig krank. Das ist voll dumm. Was ich sagen wollte ist, wir hatten eine richtig schöne Zeit bei Marvin. Wir haben echt den Tag genutzt und waren in einem richtig schönen Freizeitpark im Schwarzwald. Also dieser Park hat mich echt umgehauen, weil das war die perfekte Mischung zwischen Action, aber auch Natur. Also du konntest dich irgendwie auch zurückziehen, wenn dir irgendwie die Menschen zu viel waren. Und das hast du im Freizeitpark sonst nicht. Ich finde Freizeitparks super anstrengend, weil da so viele Eindrücke irgendwie auf einen so zukommen. Und deswegen war es einfach perfekt. Das war einfach der perfekte Tag. Das Wetter war cool und wir haben es einfach richtig, richtig hart genossen. Jetzt die letzte Woche musste ich viel arbeiten und die Kinder liefen irgendwie so ein bisschen nebenher. Da habe ich auch das ein oder andere Mal echt ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich habe versucht, so weit es geht, irgendwie Momente rauszufischen, wo ich dann doch was Cooles mit denen mache. Was ich in dieser Zeit auf jeden Fall gelernt habe, ist, als alleinerziehender Mensch, ja, und das bin ich ja in dem Sinne gar nicht, weil ich habe ja einen Partner, der einfach nur nicht vor Ort ist und der telefonisch erreichbar ist, auch für die Kinder. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen reinstuppern können in diese Welt einer alleinerziehenden Mutter. Und ich würde von mir schon behaupten, dass ich ein starker und belastbarer Mensch bin, aber ich bin so viel an meine Grenze gekommen die letzten Wochen, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann diese Papa-Rolle gar nicht ersetzen. Ich kann das emotional alles nicht alleine tragen. Praktisch gesehen habe ich vieles hingekriegt, aber emotional alles zu managen irgendwie, das war voll meine Herausforderung. Weil im Alltag kann man so sagen, hey, wenn der Tag wirklich schlimm war mit den Kids, ach, nimm du die heute Abend, ich brauche jetzt mal einfach mal Luft, ich muss jetzt raus spazieren gehen, dann war es danach schon wieder gut, ne? Und jetzt konnte ich mir das gar nicht rausnehmen. Ich hatte keine Zeit für mich alleine und habe ganz viel auch vernachlässigt. Sport, gute Ernährung. Im Stress neige ich sehr zu einem ungesunden Lebensstil. Und deswegen geht es mir auch im Moment nicht so gut. Und das ist nicht gut. Ich habe dann auch in der Zeit einfach so Aufgaben auch abgesagt oder Treffen abgesagt, wo ich einfach gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Ich habe sogar einen Anruf auch vom Jugendamt bekommen und habe eine Anfrage gekriegt für 2 Geschwisterkinder. Da habe ich auch gemerkt, ich kann es nicht. Ich kann auch noch nicht mal ein Kind aufnehmen, weil mir das einfach zu viel ist. Ne? Für mich war das etwas Neues. Ich so von mir sage, es ist mir etwas zu viel. Das habe ich halt nicht so oft, aber so war es. So war es einfach. Und daran merke ich, ich bin nicht dafür geschaffen, alleine durchs Leben zu spazieren. Ich brauche einen Weggefährten und jemand, der das mit mir zusammen macht. Es macht auch gar keinen Spaß alleine. Das ist auch einfach anstrengend. Ja, hiermit ziehe ich offiziell den Hut vor jeder alleinerziehenden Person. Ich habe so Respekt vor euch. Das ist wirklich crazy, was ihr leistet. Ich bin wieder richtig platt. Jetzt gerade steht ein Camp vor der Tür, wo ich vor Ort bei uns die Verantwortung dafür tragt, dass das quasi alles läuft und gemanagt wird. Da muss ich noch einmal kurz die Popobacken zusammenkneifen. Aber was für mich schon eine Erleichterung ist, ist, dass meine Kinder auch in dem Camp sind und ich sie nicht betreuen muss. 8 Stunden am Tag betreut sie jemand anders.
Und ich bin zwar auch da vor Ort, aber es ist trotzdem noch was anderes. Darauf freue ich mich. Ich habe jetzt nur noch 3 Nächte ohne Marvin. Wenn er kommt, dann muss ich alles wieder herstellen. Und danach haben wir Urlaub. Den brauche ich jetzt. Aber sowas von, Leute. Das sage ich euch. Eigentlich habe ich noch eine Aufnahme gehabt vom Wiedersehen, als die Kinder dem Papa in die Arme gerannt sind. Aber dieses Video habe ich ganz bewusst rausgelassen, um gerade den Alleinerziehenden nicht dieses Gefühl zu geben wie bei uns ist alles happy clappy und am Ende war der Papa wieder da. Sondern ich weiß bei den Alleinziehenden, dass dann wirklich so ist, hey, schön und gut, du hattest jetzt vielleicht ein paar Wochen, wo du es halt ausprobieren konntest, aber am Ende ist dein Mann wiedergekommen. Bei mir ist es nicht so. Da kommt nicht der Papa wieder und nimmt die Kinder in den Arm, sondern ich muss es immer alleine schmeißen. Da gibt es kein Happy End. Deswegen wollte ich den Alleinerziehenden diesen Moment irgendwie nicht antun. Also ich will euch einfach sagen, Respekt an euch. Ihr seid für mich wahre Helden. Das ist crazy. Also alleinerziehend zu sein, ist crazy. Familie muss man einfach gemeinsam leben. Es braucht 2 Personen, um Kinder zu erziehen. Es schafft eine Person nicht alleine. Und die Mama kann nicht den Papa ersetzen und der Papa kann nicht die Mama ersetzen. Ich bin jedenfalls froh, dass die Zeit vorbei ist und ich will auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich will euch einfach nur knutschen, ihr alleinerziehenden Menschen, und sagen, ihr seid Hammer. Peace out.